Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim Special Edition Teil 14. Wir sind immer noch hier am Ausgang des Ödsturz-Hügelgrabes. Und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg nach Whiterun, um den Hofmagier einfach mal ein Brett über den Kopf zu hauen. Da steht jetzt, der wollte ja unbedingt den Drachenstein haben, was wird er denn noch bekommen? Bitte Nebengeräusche zu entschuldigen, es ist ziemlich heiß und mein Grafikkartenlüfter hat mal wieder eine kleine Unwucht. Hier ist ein Haus. Was für ein Haus ist da eigentlich? Ach, das ist Anises Haus. Speichern. I'm just a poor old woman, dear. No need to trouble yourself with me. I get so lonely out here. Okay, jetzt fühle ich mich, als würde mir kalt werden. Ah ja. Warum hat er mich angegriffen? Warum hat er zwei Stahldolche? Das war jetzt ein bisschen strange. Ich weiß zwar nicht, warum ich seine Aggro auf mich gezogen habe, aber das war gerade seltsam. Den zweiten Pfeil, den er jetzt gehalten hat, hat er automatisch einfach gehalten, ohne dass ich habe irgendetwas drücken müssen. Zeigt eigentlich der Pfeil doch hier hoch rüber, genau. Ärger oder so. Ich verkaufe erstmal Zeug, was ich nicht brauche. Hallo? It's really great we're friends. I was hoping to find some way to thank you. I hope this does the trick. What? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber okay. It's a fine day with you around. Ah, hast du zufällig ein bisschen Wasser? Of course. All right, then. Das ist ja cool. Thank you so much for taking care of those thieves. You and me, we're the only. Take a look. Ach scheiße, ich hab jetzt. Ja, ich depp, egal. Moment, hier ist so besser.
Ah, ich verkaufe da, mal 10 von. Alter, wie viel habe ich? Also ja klar, ich habe ja einige von. Wie viel wiegen die? Ja, ist okay, das ist nicht so schlimm. Um ehrlich zu sein, benutze ich sowas eigentlich nie. Meine Stiefel, sehr schön. Brauche ich nicht. Die Reislaterne behalte ich mal, die könnte ich nochmal brauchen. Lucky for you, that was just sitting there for the taking. Ich muss schon sagen, mit dem, was man halt so die wichtigsten Gegenstände, die, man benutzt, auf Rücken zu tragen. Optisch ist schon ziemlich cool, aber ja. Macht im Großen und Ganzen ja nur Sinn im Third Person, aber es halt, finde ich, schon nett. Ist ja diese eine Mod, die das bewirkt.
Einen Ausdauer-Perk kann ich benutzen. Also ich kann im eiskalten Wasser länger schwimmen, aber ich nehme das hier. Frostwart. Also die, ja, die Kältezunahme wird um 25% reduziert, wenn sie von Eiszaubern und Eisattacken kommt, was Sinn macht. Das heißt, wenn dich ein Eiszauberer angreift und dir ist schon kalt, dann frierst du dir nicht, ja, frierst nicht so viel. So. Genau, jetzt kann ich wählen. Warte, wo ist denn der? Hier einfach abkürzen, na, könnte ich eigentlich. Ich wünschte, es hätte gerade diese Temperaturen, die es im Spiel hat, in echt. Dann wäre es viel, viel angenehmer für mich. Aber das ist ja immer das Problem mit, naja, Sommer, Hitze, ja. Wo ich nichts dagegen habe, wenn es mal ein bisschen wärmer ist, aber wenn es dann sehr spielwarm und drückend ist, ist das schon sehr, nicht so mein Ding. Ist vollgebracht. Ich würde sagen, hier war mal ein Außenposten, beziehungsweise hier war mal ein Gebäude, das dann abgefackelt wurde. Ich verkaufe Kartoffeln. Honest pay for honest work. You should buy some produce from Carlotta's stall. Most of it comes from my farm. Auch nicht schlecht. Aber wie war das mit den dümmsten Bauern und den dicksten Kartoffeln?
Ich habe vor kurzem gesehen, es gibt eine Mod für das Spiel, die dafür sorgt, dass Kinder im Spiel, die man adoptiert haben, nicht einfach auf dem Boden schlafen, sondern tatsächlich sich an Orten zum Schlafen hinlegen, die irgendwie mehr Sinn machen. Das ist mir nie aufgefallen, aber das, ja, ich habe das gelesen und fand das eigentlich sehr interessant. Dass quasi es tatsächlich so eine Sache ist, dass wenn man Kinder adoptiert und die dann in dem Haus rumrennen, wo man quasi wohnt, dass dann, ja, die sich einfach irgendwo hinflacken auf den dreckigen Boden und pennen. Fand ich eigentlich interessant. Ist mir nicht aufgefallen, hatte mich nicht dafür interessiert, aber ich finde es sehr interessant, was es für Mods gibt, die eigentlich schon zum Realismus in Anführungsstrichen beitragen. Ah, für Leute, die sich interessieren, wie diese eine Mod heißt, die ich genannt habe, die heißt A Place to Rest Their Heads. I'm convinced this is a copy of a much older text. Perhaps my God, it's sent after the Dragon War. If so, I could use this to cross-reference the names with other later texts. Good. I'm glad you're making progress. My employers are anxious to have some tangible answers. Oh, have no fear. The Jarl himself has finally taken an interest, so I'm now able to devote most of my time to this research. Time is running, Farengar, don't forget. This isn't some theoretical question. Dragons have come back. Yes, yes, don't worry. Although the chance to see a living dragon up close would be tremendously valuable. Now, let me show you something else I found. Very intriguing. I think your employers may be interested as well. Hmm? Bah, yes, the Jarl's protege. Back from Bleak Falls Barrow. You didn't die, it seems. Ah, the Dragon Stone of Bleak Falls Barrow. Seems you are a cut above the usual brutes the Jarl sends my way. Was ist mit meiner Belohnung? You'll have to see the Jarl about that. Maybe his steward, Avenici. I'm sure one of them will pay you appropriately. My associate here will be pleased to see your handiwork. She discovered its location by means she has so far declined to share with me. So your information was correct after all. And we have our friend here to thank for recovering it for us. You went into Bleak Falls Barrow and got that? Nice work. Just send me a copy when you've deciphered it. Farengar, you need to come at once. A dragon's been sighted nearby. You should come too. A dragon? How exciting. Where was it seen? What was it doing? I'd take this a bit more seriously if I were you. If a dragon decides to attack Whiterun, I don't know if we can stop it. Let's go. So, Irileth tells me you came from the Western Watchtower? Yes, my lord. Tell him what you told me about the dragon. Oh, that's right. We saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the watchtower? No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. I thought it would have come after me, for sure. Good work, son. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Irileth, you'd better gather some guardsmen and get down there. I've already ordered my men to muster near the main gate. Good. Don't fail me. There's no time to stand on ceremony, my friend. I need your help again. I want you to go with Irileth and help her fight this dragon. You survived Helgen, so you have more experience with dragons than anyone else here. But I haven't forgotten the service you did for me in retrieving the dragon stone for Farengar. As a token of my esteem, I have instructed Avenici that you are now permitted to purchase property in the city. And please, accept this gift from my personal armory. Help Irileth kill this dragon before it can attack Whiterun. No. I can't afford to risk both of you.
I need you here working on ways to defend the city against these dragons. As you command. One last thing, Irelith. This isn't a death or glory mission. I need to know what we're dealing with. Don't worry, my lord. I'm the very soul of caution. Na ja. Das ist eine Sache, die mich ein bisschen an Skyrim stört. Die NPCs passen sich in der Laufgeschwindigkeit nicht dir an. Das heißt, man ist immer einen Schritt schneller beim normalen Laufen wie die anderen. Was beim Kampf Sinn macht, aber blöd ist, wenn man einem Charakter zum Beispiel folgt. Weil läuft man, ist man zu langsam. Also geht man, ist man zu langsam. Läuft man, ist man zu schnell. Kann ich sie schieben? Vielleicht geht sie dann schneller. Nein, aber man hat Tiefenunschärfe. Stimmt, die ist ja aktiviert. Ich muss sagen, Tiefenunschärfe ist eine Sache, die eine Funktion grafisch, die mir im Spiel meistens relativ schnuppe ist. Here's the situation. A dragon is attacking the Western Watchtower. A dragon? Now we're in for it. You heard right. I said a dragon. I don't much care where it came from or who sent it. What I do know is that it's made the mistake of attacking Whiterun. But Housecarl, how can we fight a dragon? That's a fair question. None of us have ever seen a dragon before, or expected to face one in battle. But we are honor-bound to fight it, even if we fail. This dragon is threatening our homes, our families. Could you call yourselves Nords if you ran from this monster? Are you going to let me face this thing alone? No, Housecarl. But it's more than our honor at stake here. Think of it. The first dragon seen in Skyrim since the last age. The glory of killing it is ours, if you're with me. Now what do you say? Shall we go kill us a dragon? Yeah. Damn yeah. Right. Let's move out. Aber wie es an dieser Stelle weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen und ja, dann bis dann. Eine Sache, die ich vorher einwerfen wollte, die ich habe jetzt ein bisschen geschwiegen zwischenrein bei den Dialogen, aber was ich jetzt nach den hunderten Stunden, die ich das Spiel gespielt habe, sagen muss, die Sprachausgabe ist sehr gut. Für Leute, die jetzt mein voriges Let's Play und die Erklärung nicht wissen, warum ich eigentlich das Spiel mit englischer Sprachausgabe spiele und deutschen Bildtexten, das liegt dran, dass mir die englische Sprachausgabe besser gefällt von der Darreichungsform. Die deutschen Sprecher sind sehr gut, aber es gibt ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel, man hat teilweise sehr auffällige Stimmen, die man sofort wiedererkennt. Aber es sprechen diese Sprecher sprechen dann teilweise zu viele Figuren und dann fällt das mir auf. Hat man auf Dauer, wenn man die englische Version spielt, auch, aber ist es dann ein bisschen besser gestaffelt, sagen wir so. Und außerdem ist die Tonqualität in der deutschen Fassung, also was Sprachausgabe angeht, nicht so gut. Wobei ich jetzt tatsächlich mal schauen muss, ob das ein Problem ist, das in der Special Edition immer noch weiter besteht. Ja, genau. Das wollte ich nur mal einwerfen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.